Willkommen beim Test des Sony Xperia Z2. Wir haben auf der Mobile World Congress das Handy vor ungefähr 2 Monaten zu Gesicht bekommen und jetzt ist es erhältlich als einer der letzten unter den Flaggschiffen, die neben dem HTC One M8 und dem Samsung Galaxy S50 beweisen müssen. Es gibt natürlich noch viele andere Firmen, wie das LG G3 soll Ende des Monats kommen oder das Apple iPhone 5S haben wir hier auch später noch im Vergleich, was die Bild oder was die Größe angeht und vielleicht auch die Kameraqualität. Allerdings haben wir euch das ja schon in einzelnen Videos alles gezeigt. Von daher fokussieren wir uns jetzt hauptsächlich auf das Sony Xperia Z2, das mit 558 Gramm nicht das leichteste Handy ist, aber eins der größten, was Displaygröße angeht, 5,2 Zoll hier auf der Größe von einem ungefähr 5 Zoll großen Handy. Wenn wir hier zum Beispiel das HTC One M8 anschauen in der Höhe, sehen wir hier im Vergleich, dass sie eigentlich gleich groß sind, obwohl das HTC tatsächlich nur 5 Zoll hat, aber mehr dazu dann später. Es ist 8,2 mm dünn. Sehr schön anzuschauen, wie ihr sehen könnt, komplettes Metallgehäuse hier außen rum, hinten und vorne allerdings dann entsprechend schön kratzfestes Mineralglas, zumindest vorne. Auf der Rückseite wird es nicht genauer beschrieben. Kratzfestes Mineralglas heißt, dass hier nicht unbedingt Gorillaglas verwendet wurde, sondern etwas noch stabileres. Entsprechend wurde diesmal auch die Folie von Sony vorne weggelassen. Das Sony-Logo ist wirklich hier drin, die können jetzt nicht das einfach mehr abziehen. Wir haben hier ein paar Sensoren drin, natürlich eine schöne Kamera vorne mit 2 Megapixeln bzw. einem Exmor R-Sensor, 8-fachen digitalen Zoom und Full HD bzw. 3-fachen optischen Zoom. Hinten 20,7 Megapixel Kamera, wie auch beim Vorgänger, dem Z1, das übrigens gar nicht allzu lange her ist, das erschienen ist mit einem 5 Zoll Display und entsprechend haben wir jetzt hier auch aus der Hinsicht keine großen neuen Funktionen, außer dass wir 4K-Videos nun aufnehmen können, bei dem ich euch gleich ein paar Beispiele zeigen werde. Hier haben wir auch den Sony Exmos RS-Sensor drin mit einem 2,3 Zoll oder 1 zu 2,3 Zoll Größe und 27 mm Weitwinkel. Ein Blitz, kein Doppelblitz, wie auch schon von vielen anderen verwendet wird. Ihr sehen könnt, ich habe die weiße Farbe hier. Es gibt es allerdings auch in Schwarz und Lila. Wenn wir schon auf der Rückseite von der Verpackung sind, seht ihr hier, dass es auch Tropfen drauf ist, denn es ist IP55 und 58 geschützt, also wasser- und staubdicht. Ich habe jetzt kein Wasserglas hier mit dabei, wie ich es normalerweise mache, denn ich habe gestern das mitgenommen zum Schwimmen und ich habe gleich eine Aufnahme für euch, wo ihr sehen könnt, dass es unter Wasser wunderbar auch 4K-Videos zum Beispiel aufnehmen kann. Der Fokus und alles sehr schön schnell und wenn wir hier noch bei dem Äußeren sind, können wir auch kurz die Anschlüsse zeigen, wo wir zum Beispiel hier die Micro-SIM reinschieben müssen, Micro-USB zum Aufladen. Die Klappe lässt sich übrigens ganz einfach wieder schließen, ist natürlich hier gummiert, aber trotzdem stabil, wird auf keinen Fall verloren gehen. Achtet aber am besten immer bitte darauf, dass ihr das schön fest zudrückt, falls es doch mal regnen sollte oder ihr euch wirklich entscheidet, das mal zum Schwimmen mitzunehmen. Hier haben wir die Möglichkeit, per Docking Station also raufzuladen, kostet um die 15 bis 20 Euro, könnt ihr dann einfach mal hinstellen. Per Micro-USB ist das dann entsprechend immer angeschlossen. Allerdings gilt das nicht für Datenübertragung, sondern wirklich nur zum Aufladen. Hier unten sehen wir die Mikrofone und die Möglichkeit, das Ganze wieder mal entsprechend irgendwo hinzuhängen, falls wir das irgendwie nur an unserem Arm baumeln lassen wollen, wegen der guten Kamerafunktion, für die wir mal wieder einen sehr schönen Kameraknopf bekommen haben, bei dem wir wirklich den Fokus spüren und dann richtig auslösen können. Lautstärkeregler weiterhin unter dem An- und Ausschalter, den wir allerdings gar nicht mehr so oft benötigen, denn wir können mit Double Tap das Gerät auch aufwecken, wie ihr gleich sehen werdet. Und ein Micro-SD-Kartenslot frisst bis zu 128 GB Micro-SDs. Wahrscheinlich, wir haben es noch nicht ausprobiert, uns 3 GB RAM intern sollten dabei auch helfen, dann entsprechend diese schön zu verarbeiten. Beziehungsweise der Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor. So, das Ganze machen wir jetzt wieder zu. Oben Kopfhöreranschluss weiterhin offen, sehr schön von Sony, denn wir müssen dann hier keine Klappe immer wieder an- und aufmachen, um unseren Kopfhörer zu verwenden, der übrigens kein Standard-Kopfhörer ist, sondern einen Active Noise Cancellation Kopfhörer. Bis zu 98% der Außengeräusche wird das filtern, nicht über das Mikrofon, sondern im Kopfhörer selber sind auch Mikrofone drin, beziehungsweise das Sony-Handy hilft ein bisschen mit, denn der Kopfhöreranschluss ist fünfpolig gleich. Heißt, ihr könnt Standard-Kopfhörer, euer
Monster oder Beats oder was auch immer Headsets verwenden, aber mit den Sony In-Ears, die in der Verpackung mitliegen, kosten übrigens 100 Euro und haben den tollen Namen MDR-NC für Noise Cancellation 31EM. Kosten, wie gesagt, um die 100 Euro normalerweise, falls ihr sie mal verlieren solltet. Die filtern 98% der Außengeräusche, wie vielleicht im Hintergrund jetzt Bauarbeiten man eventuell hier hören kann, aus. Aber eigentlich im Bus, Zug und Bahn und Flug sollte das dann entsprechend sehr praktisch sein. Wenn wir bei Sound schon sind, seht ihr hier oben kleine Einkerbungen. Das heißt, wir haben auch hier sozusagen Boom-Sound mit drin. Nennt natürlich Sony nicht so. Wir haben Stereo-Lautsprecher, die wunderbar dafür geeignet sind, dass wir Musik hören können, die wir auch gleich mal vielleicht abspielen können. Das ist jetzt zum Beispiel vorinstalliert, aber ich hole jetzt mal... Das ist alles Musik, die hier schon mit vorne drauf, vorher drauf ist. Hört sich wirklich genial einfach an. Hört man natürlich immer ein bisschen schwer über mein integriertes Mikrofon. Und wie ihr seht, ich habe hier auch hier eine kleine Funktion, dadurch, dass wir jetzt im WLAN drin sind. Ich könnte jetzt sagen Throw. Ich habe eine Sonos-Anlage, heißt, ich könnte jetzt einfach an meine Sonos DLNA-Lautsprecher die Musik weitergeben oder an meinen Fernseher. Muss doch nicht mal unbedingt ein Sony-Fernseher sein, Hauptsache gleiches WLAN und DLNA und die Geräte werden dann alle gleich erkannt und ich kann es weitergeben. Aber wie ihr sehen könnt, es wird auch Bluetooth gleich angemacht, heißt, ich könnte per NFC, das natürlich hier hinten auch immer schön gekennzeichnet ist, meine Musik auch an einen Bluetooth-Lautsprecher vielleicht weitergeben. So viel zur Musik und jetzt sind wir auch schon in der Software drin, wo ihr ein bisschen sehen könnt, dass wir hier bei maximaler Bildschirmhelligkeit, obwohl wir draußen sind, hier trotzdem alles noch sehr schön ablesen können, denn Sony hat viel beim Display getan und wir können auch selber hier unter den Einstellungen auch etwas an dem Display noch ändern. Falls uns die Farben weiter nicht gefallen sollten, gibt es einen Weißabgleichbereich, wo wir hier diese entsprechend anpassen könnten. Aber dazu habe ich ein Tipps und Tricks Video, wo euch noch viele weitere Funktionen gezeigt werden, wie zum Beispiel, wie mache ich das Double Tap an. Oder hier das mit den zwei Fingern in die Einstellung reinkommen. Das werde ich allerdings jetzt hier auch noch ein bisschen öfter benutzen. Aber weiteres findet ihr in den Tipps und Tricks. Dort erwähne ich übrigens auch noch ein bisschen was zur Kamera, die wir euch jetzt hier allerdings ausführlich vorstellen werden. Denn das ist natürlich ein Testvideo und ihr seht schon jetzt, wie schön schnell sie hochfährt. Und ihr müsst natürlich gar nicht entsprechend den langen Weg gehen zum Double-Tappen, Sliden, Kamera aufrufen. Oder wenn ich jetzt gerade drin bin, geht es natürlich ein bisschen schneller. Oder bei Double-Tap, ups. Bei Double Tap seht ihr hier die Kamera auch gleich unten, die ich natürlich hier auslösen kann. Sondern ihr könnt auch einfach hier lange draufbleiben. Und ihr müsst gar nicht so lange draufbleiben und schon seid ihr hier drin. Und könnt entsprechend hier ein Foto machen. Oder ich will jetzt natürlich hier im Fokus meine schönen Blümchen haben, die ich auf dem Tisch jetzt hier schon stehen habe. Und schon kann ich einen sehr coolen DSLR-ähnlichen Shot mit meiner 20,7 Megapixel Kamera hier aufnehmen. Der wirklich sehr schön anzuschauen ist. Man kann hier alle Details sehen, von den kleinen Blüten, wirklich tatsächlich alles sehr gut sichtbar. Natürlich auch Touch-to-Focus mit dabei, viele Softwarefunktionen kann man hier direkt einstellen, Vorschau, Bilderfolge gedrückt halten, Steady Shot auch brandneu hier mit dabei für Videos, hat Sony normalerweise sonst bisher nicht drin gehabt, aber und in Einstellungen natürlich auch noch viele weitere Funktionen. Intern sind übrigens 16 GB hier mit drin, von denen 11,5 GB sichtbar sind und um die 8 GB tatsächlich verfügbar, denn es sind natürlich einige Dinge vorinstalliert. Aber wie gesagt, 128 Micro SD kann hier noch verwendet werden und Sony hat hier bei den Apps auch wieder zugelegt. Es sind diesmal insgesamt 12 installiert, aber über die Plus-Taste könnt ihr euch noch sehr viele runterladen oder selber was auch programmieren und runterladen. Von diesen Apps kennt ihr die meisten eigentlich schon. Muss ich jetzt hier nichts groß zeigen, wobei ich bei Schwenkpanorama mir positiv aufgefallen ist, dass ich hier nicht nur nach links oder nach rechts gehen kann, sondern hier über diese kleine Menütaste auch nach oben oder unten, was zum Beispiel Samsung gar nicht anbietet bei ihrem Galaxy S5 und ich dadurch etwas enttäuscht war. Wie ihr gerade gemerkt habt, die Kamera ist schön schnell und wir haben natürlich ein paar Aufnahmen schon für euch gemacht. Wie ihr sehen könnt, das war jetzt gerade. Das war auch gerade. Dann habe ich ein paar Serien drauf. Aber wie gesagt, Unterwasser-Filmaufnahmen in 4K, auch ohne Probleme. Also hier seht ihr mich schwimmen und dann geht es auch schon unter Wasser.
Und hier kann man wunderbar sehen, dass die Kamera auch unter Wasser gut funktioniert. Aber das vollständige 4K-Video auch einfach in unserem YouTube-Channel anschauen. Beziehungsweise, ich könnte jetzt auch einfach sagen, wenn ich hier gerade in dem Video einfach drin bin, wie ihr gerade hier oben gesehen habt, ich möchte in den Movie Creator reingehen und kann hier dann auch einfach nach vorne und nach hinten sliden, schneiden oder die Geschwindigkeit einstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich will in einer Achtel der Geschwindigkeit hier jetzt anschauen, wie ich geschwommen bin und meine Bewegung ganz genau anschauen, wie ich mit dem Bein hier kraule, mich umdrehe oder was auch immer, kann man hier auf jeden Fall das Ganze auch wunderbar für den Sport verwenden. So, was ich euch nicht demonstriert habe, ist, wie die Kamera vorne ausschaut. Ich habe jetzt hier nämlich eine coole Mütze an. Da steht drauf, I love haters. So laufe ich vielleicht auch mal auf der Straße ein bisschen rum. Aber auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, auch die Full HD Frontkamera super schnell, macht Spaß. Und vielleicht mit einem Blitz könnte man auch im Dunkeln Selfie schießen. Aber eigentlich das Sony Z2 bisher ein ziemlich perfektes Smartphone, bis auf, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, dass die anderen Infrarotsensor drin haben, fehlt bei Sony leider noch. So, was ich hier auf jeden Fall auch nochmal kurz zeigen muss, dass wir tatsächlich Android 4.4.2 installiert haben, sieht man es auch schon hier am Akku, aber hier seht ihr es nochmal und wenn ich das ganz aufdrücke, ups, dann kommen wir hier in den Hilfsmodus rein, den ich jetzt naja, nur ausschalten kann ich nicht. Nochmal dreimal drücke. Das ist eine kleine Softwarefunktion, die uns ermöglicht, entsprechend hier unter Eingabehilfe das Bild ein bisschen zu vergrößern. Mache ich aber auch gleich wieder aus. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist super schnell. Was auch sehr schön neu ist, ist der What's New-Bereich, den ich hier unter einem Widget erreichen kann, den ich wahrscheinlich aber ja ausschalten würde, denn den kann man hier auch unten erreichen, indem man über Home nach links swiped und dann sehen wir hier neue Musik, neue Videos, Filme, Spiele und Inhalte und auch den PlayStation Store, den wir hier verwenden können. Was mir besonders an dem Handy gefallen hat, ist die Haptik. Schön abgerundete Ecken, ist kratznig, liegt gut in der Hand. Ein bisschen lang, aber wahrscheinlich wird es bald das Z2 Compact auch geben. Das Z1 Compact hat mir auch schon sehr zugesagt. Und an dem Handy fehlt tatsächlich nichts. Die Kamera ist ziemlich perfekt. Man kann den Speicher erweitern. Die Geschwindigkeit ist wunderbar. Stromsparmodus ist auch mit dabei, also Stamina. Ansonsten hält der Akku sowieso recht lange. Ich habe es heute Morgen abgesteckt um 10 und jetzt habe ich noch 77%, obwohl ich E-Mails gecheckt habe, ein bisschen Videos geschaut habe. Ich habe es gerade eigentlich ständig immer angehabt. Ich kann es auch mal kurz zeigen. Und Energieoptionen sagt er mir jetzt, ich habe noch 14 Tage, wo ich im WLAN und dem Mobilfunknetzwerk deswegen nicht gerade drin bin, deswegen sollte das normal sein. Nur das Display verbraucht gerade ständig viel Strom, denn es ist auf maximaler Helligkeit, denn wir sind ja draußen und ihr sollt ja noch etwas erkennen. Aber ansonsten seht ihr, alles andere verbraucht hier fast nichts und es lädt oder entlädt sich eigentlich relativ langsam. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, Stamina-Modus und Akku-Show-Modus zu aktivieren. Dazu dann, wie gesagt, mehr auch in dem Tipps- und Tricks-Video, was hier unten natürlich verlinkt ist in der Beschreibung. So, wie weitere Inhalte. Dadurch, dass wir hier Noise Cancellation Kopfhörer mit dabei haben, auch perfekt für On-The-Go. Großes Display, ich schaue sehr gerne Filme drauf an und sehr viel mehr kann ich jetzt zu dem Gerät gar nicht mehr sagen, außer es ist auf jeden Fall ein Kauf wert. 680 Euro würde ich aktuell dafür vielleicht nicht unbedingt ausgeben. Unter 400 Euro bald, denn ich denke mal zu Weihnachten rum, wird es ein wirklich wahrer Renner für Sony, bis dahin hoffentlich auch mit den Verträgen. Und am Ende, wie versprochen, jetzt noch ein kleiner Vergleich. HTC One M8 gegen Sony Xperia Z2, wie gesagt, in der Größe ziemlich identisch, in der Form nicht wirklich, denn das Sony hat ja einen ganz großen Akku mit 3200 mAh und das HTC nur 2000, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube 800 oder 600, aber auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, in der Dicke natürlich Sony etwas dicker. Fühlt sich auch anders an. Sony HTC natürlich ein bisschen mehr Metall, hat einen Infrarotsensor drin, aber keine 20-Megapixel-Kamera, sondern nur 4-Megapixel-Kamera mit diesen Refocus-Geschichte, die man nicht unbedingt braucht, aber die zwei Blitze könnte Sony vielleicht bei dem nächsten Modell auch nachholen. Und ja, da müsst ihr euch selber entscheiden, ein bisschen schwer. Display kleiner, aber auch Boom-Sound bei HTC ein bisschen stärker, habe ich auch schon für euch getestet. Schaut euch das Video auch an. Noch schwerer wird zur Wahl, wenn ihr euch zwischen dem Samsung Galaxy S5 und dem Sony Xperia entscheiden müsst. Hauptsächlich mein Unterschied hier, Metallrahmen außenrum,
und bei Samsung eigentlich eher das ganze Plastik, ist dadurch ein bisschen leichter, obwohl die Displays bei beiden bei 5,2 Zoll liegen. Ich kann auch mal beide anmachen. Wir sind ja jetzt sozusagen in der Sonne und ihr könnt auch sehen, beide wirklich sehr schöne Displays, kann man im Freien gut ablesen. Dazu habe ich auch ein Vergleichsvideo. Allerdings bei Samsung, wie gesagt, wieder ein Infrarotsensor mit dabei, beide wasserdicht. IP67 hier, IP58 hier. Unterschied ist, dass Samsung nur einen Meter unter Wasser eine halbe Stunde aushält und Sony sogar 1,5 Meter eine halbe Stunde unter Wasser. Und bei Sony haben wir Double Tap zum Aufwecken, was wir bei Samsung noch nicht haben, aber eventuell liefern sie es nach. In der Dicke alles ähnlich. Bei Samsung können wir die Rückseite abmachen, was finde ich nicht so ganz praktisch ist wegen der Wasserdichtheitsgeschichte. Hatte ich schon ein bisschen Probleme damit, aber bei Sony bisher noch nicht. Das LG G2 wird bald mit einem G3 ergänzt. Was mir allerdings sehr bei dem G2 gefallen hat, ist nicht nur diese Double-Tap-Funktion, die mittlerweile immer mehr Firmen haben, sondern es hat ein 5,2 Zoll Display und das Sony auch und es ist um einige Millimeter kürzer. Der Akku 3200 mAh, also eigentlich nicht fair im Vergleich. Übrigens bei Samsung habe ich es nicht erwähnt, 2800 nur. Aber wie ihr sehen könnt, in der Dicke eigentlich auch ziemlich identisch, bis auf an der Seite abgerundet. Aber das hat natürlich mehr Plastik, kostet allerdings 300 Euro. Aber in der Hardware auch relativ gut, aber nicht die Kamera, die wir auch beim Sony drin haben. Etwas unfair, aber viele wollen es trotzdem wissen, soll ich mir ein iPhone oder ein Android holen oder iOS oder ein Android? Apple iPhone 5S wird bald eventuell mit einem größeren Smartphone von Apple ergänzt. Aber bis dahin eigentlich ein sehr schönes Gerät weiterhin. Aber relativ klein mit 4 Zoll gegen 5,2 Zoll natürlich nicht unbedingt das gleiche. Ich habe es hier in Champagnerfarbe. Wie ihr sehen könnt, in der Dicke eigentlich auch recht ähnlich. Apple nicht wasserdicht, nur 8 Megapixel Kamera. Kein Noise Cancellation Headset mit dabei. Muss man sich vom Bose zum Beispiel für 300 Euro dazu kaufen. Und ansonsten das Display eigentlich ganz schön anzuschauen. Hat einen Fingerprint-Reader mit drin, den Samsung auch hat. Bei Samsung funktioniert der lang nicht so gut wie bei Apple. Aber auch hier das Display beim Sony muss hier lange nicht mehr sich verstecken, denn es ist mindestens genauso gut wie, jetzt würde ich mal sagen, bei Apple. Das war es auch schon, wenn ihr zugeschaut habt mit dem Sony Xperia Z2 im kompletten Test. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht unseren YouTube-Channel zu abonnieren und ich hoffe, es hat euch gefallen und Tipps und Tricks natürlich auch hier noch auf keinen Fall vergessen in der Beschreibung.